ganz herzlich begrüßen und danke den Organisatorinnen für die Gelegenheit, hier kurze Ausführungen spezifisch zum globalen Agrarhandel zu machen. Ich möchte Ihnen erstens einen Überblick geben über die wachsenden Konsolidierungsprozesse, die wir in Ernährungswertschöpfungsketten feststellen. Ich möchte Ihnen dann zweitens zeigen, wie die Marktmacht insbesondere der Agrarhändler global immer mehr zunimmt. Und schließlich als dritten Punkt möchte ich Ihnen die Konsequenzen dieser zunehmenden Machtkonzentration aufzeigen und natürlich auch ganz kurz, die Zeit erlaubt nicht mehr, auf einige Handlungsmöglichkeiten eingehen, die wir alle als Individuen haben. Vielleicht zuerst zu den globalen Wertschöpfungsketten. Ich habe Ihnen hier ein sehr stark vereinfachtes Modell so einer Wertschöpfungskette mitgebracht, wo wir oben die Produktion haben, unten dann den Konsum des Produktes und dazwischen insbesondere den Handel, aber natürlich auch die Distribution, die Verarbeitung, die Logistik und so weiter. Und wir sehen, dass in diesen Wertschöpfungsketten immer eine sehr schlanke Taille ist. Was wir nun aber beobachten, ist ein massiver Konsolidierungsprozess, der basiert auf zwei Trends. Einerseits haben wir eine Verengung dieser Taille im Sinne, dass immer weniger Akteure auf diesen globalen Märkten unterwegs sind. Wir nennen das eine horizontale Konzentration und wir haben zweitens einen Trend, der eine vertikale Integration bedeutet, das heißt, die einzelnen Akteure dehnen sich immer mehr auf dieser Wertschöpfungskette auf, verlassen also auch ihre traditionelle Rolle. Ich werde kurz auf diese Trends eingehen. Zuerst der horizontale Konzentrationsprozess und hier habe ich Ihnen eine Grafik mitgebracht vom Kaffeemarkt und wir sehen hier auch wieder diese typische Sanduhrform. Also wir haben natürlich Millionen von Kleinbäuerinnen und Landarbeiter, wir haben Hunderte von Millionen von Konsumentinnen, aber dazwischen eben diesen engen Bereich, wo wir beispielsweise beim Kaffee lediglich noch 5 Händler haben, internationale Händler, die über 55% des Marktes abdecken und wie Sie sehen auch bei den Röstfirmen, also in der Verarbeitung, eine sehr starke Konzentration. Ein anderes Beispiel aus dem Fleischmarkt. Sie sehen hier die Rindfleisch, es geht um die Fleischverarbeitung. Die Rindfleischproduktion wird zu 3/4 von lediglich 4 Firmen dominiert. Das sind Namen, die Sie kennen mögen oder vielleicht auch nicht. Cargill sicher einer der ganz großen Agrarkonzerne. Auch beim Schweinefleisch hier auf der rechten Seite immer noch 70% Marktkonzentration von den 4 größten Firmen. Etwas weniger, aber immer noch über 50% dann beim Geflügelfleisch, die 50%, die von 4 Firmen kontrolliert werden. Wir haben ein ähnliches Bild, teilweise auch noch krasser, im Fall der Verarbeitung von Kakao und Orangen. Hier 2 weitere Beispiele bei den Orangen. Beim Kakao, bei der Verarbeitung sind es lediglich 3 Firmen, die 65%, also fast 2/3 der Verarbeitung vereinen und beim Orangensaft 3/4, lediglich 3 Firmen, die praktisch den ganzen Markt kontrollieren. Das also diese horizontale Konzentration in der Verarbeitung. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht vom Agrarhandel. Hier sprechen wir von 4 Firmen und das sind die 4 größten Agrarhändler global überhaupt. Das ist nämlich Archer Daniel Midlands, Bunge, Cargill und Louis Dreyfus. Dieses Quartett wird auch als ABCD-Club bezeichnet, entsprechend ihren Anfangsbuchstaben.
Und was wir jetzt sehen, ist, dass diese vier großen Agrarkonzerne 3/4 des gesamten globalen Getreidehandels konzentrieren. Also wirklich eine sehr massive Produktion. Das sind, wie gesagt, alle sehr große Konzerne mit Umsätzen von zwischen 50 und 100 Milliarden Dollar. Übrigens, alle diese vier Firmen haben auch Handelssitze in der Schweiz. Und das bringt mich natürlich auf die Rolle der Schweiz in diesem Agrarhandel und hier vier ausgewählte Märkte, wie dieser Agrarhandel in der Schweiz konzentriert ist. Sehen Sie sich beim Getreide, jedes zweite Getreidekorn, das um die Welt geschifft wird, geht durch die Schweiz. Da muss ich natürlich sagen, wir sprechen hier von Transithandel, dieses Getreide. Und das wissen Sie, wir haben keine Hochseehäfen. Dieses Getreide kommt nicht physisch durch die Schweiz. Das Geschäft läuft zwischen einem Land A, das Getreide produziert, und einem Land B, das Getreide konsumiert. Dazwischen ist eben der Händler und der sitzt eben in vielen Fällen in der Schweiz. Und wenn wir das jetzt beim Zucker anschauen, sind das immer noch 40% des globalen Zuckerhandels geht über die Schweiz. Bei Baumwolle sind es etwa 1/4 und bei Kakao etwa 30% des globalen Handels. Wir können also sagen, die Schweiz ist, das ist ja bekannt, eine globale Rohstoffdrehscheibe. Wenn es um Agrarrohstoffe geht, ist sie die weltweit größte Handelsdrehscheibe. Was das impliziert, ist natürlich auch eine beträchtliche Verantwortung für die Schweiz, für die Schweizer Politik, für die Verantwortlichen in der Schweiz, diese Händler eben auch zu kontrollieren und wenn nötig zu regulieren. Mit dem komme ich auf den zweiten Trend zu sprechen, das ist die vertikale Integration. Und hier habe ich Ihnen Cargill mitgebracht oder eine Grafik von Cargill, die das sehr schön illustriert. Cargill ist wirklich ein klassisch integrierter Konzern, der eben ursprünglich wirklich auf dieser Handelsstufe aktiv ist, aber wie Sie jetzt sehen, und das betrifft all die grünen Fläche, Cargill hat sich entlang dieser Wertschöpfungskette, die eben von der Produktion oder noch früher von den Zuliefermärkten bis zum Konsum geht, haben sie sich sehr stark etabliert, ursprünglich von dieser Handelsfunktion hinauf in die Produktion. Also sie sind sogar in den Zuliefermärkten bezüglich Dünger, Saatgut, aber auch Futtermittel sehr aktiv und dann runter bis zum Konsum, also mit exklusiven Lieferverträgen mit Supermarktketten. Was für uns vor allem vom Public Eye vor allem Sorge bereitet, ist eben diese Ausdehnung in die Produktion. Und hier hat natürlich Cargill selber Land, etwa 50.000 Hektaren Land beispielsweise in Brasilien, einige tausend Hektaren Palmölplantagen in Indonesien. Aber auch die anderen großen Agrarhändler sind mit eigenem Land in der Produktion aktiv, also beispielsweise Bunge hat fast 10.000 Hektaren Zuckerrohrplantagen in Brasilien. Dazu haben sie Zugriff auf 230.000 Hektaren Land in verschiedenen Regionen der Erde. Und um Ihnen eine Beispiel zu geben, diese 230.000 Hektaren Land, auf die eben Bunge Zugriff hat, das entspricht fast der gesamten offenen Ackerfläche der Schweiz. Auch die anderen beiden, ADM und Louis Dreyfus, sind mit Zehntausenden von Hektaren Land selber in der Produktion aktiv. Diese Händler sind eben daher keine klassischen Händler mehr, wie das lange Zeit der Fall war, sondern sie sind sogenannte Global Value Chain Manager. Und dieser Begriff haben nicht wir erfunden, sondern das ist eine Eigendeklaration dieser Unternehmen, die sich eben als globale Value Chain Manager bezeichnen, vom Feld bis zum Teller die ganze Wertschöpfungskette abdecken.
Und nochmal, mit dieser Ausdehnung dieser Händler steigt natürlich auch die Verantwortung der Händler selber, insbesondere für die Situation, die wir haben in der landwirtschaftlichen Produktion. Und die ist eben geprägt von Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen. Und dafür müssen auch die Händler eine Verantwortung tragen. Damit komme ich zu den Konsequenzen dieser zunehmenden Machtkonzentration, die wir in landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten sehen. Einerseits produktionsseitig fördert das natürlich eine industrielle Landwirtschaft, weil dadurch eben Kosteneinsparungen, Effizienzgewinne für die Händler oder für die Akteure in diesen Wertschöpfungsketten möglich werden. Weiter ist damit auch eine Verknappung der Fläche, der landwirtschaftlichen Nutzfläche für die Nahrungsmittelproduktion verbunden. Wir haben das heute auch schon gehört. Einerseits wird eben zunehmend Land für die Produktion von Agrotreibstoff verwendet. Ich verwende absichtlich nicht das Wort Biotreibstoffe, weil mit Bio hat das sehr wenig zu tun. Das sind Agrotreibstoffe, die im großen Stil angebaut werden, Zuckerrohr, Mais, Ölpalmen, um eben den Energiebedarf zu decken und nicht um die Menschheit zu ernähren. Die Verknappung dieser Fläche für die Nahrungsmittelproduktion, die kommt aber auch beispielsweise von der sehr starken Exportorientierung vieler Länder, die natürlich mit ihrer Agrar- und generell Wirtschaftspolitik zu tun haben. Ich habe es angedeutet, wir haben systemische Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen, die reichen von Zwangsarbeit über Kinderarbeit bis zu massiven Gesundheitsschäden wegen Pestizideinsatzes und Hungerlöhne, also eben fehlende Existenzlöhne für die Arbeitenden im landwirtschaftlichen Sektor. In der Landwirtschaft arbeiten über 100 Millionen Kinder. Und das machen sie nicht freiwillig. Denken Sie nicht, das ist nicht, wenn Sie da eigene Erfahrungen haben, wenn man als junge Person beim Großvater auf dem Bauernhof geholfen hat. Das ist nicht die Kinderarbeit, von der wir sprechen. Wir sprechen von der missbräuchlichen Kinderarbeit. 108 Millionen Kinder in der landwirtschaftlichen Produktion, die dieser Arbeitsform unterworfen sind. Das entspricht 71% der gesamten Kinderarbeit, die es weltweit gibt. Das sind die großen Probleme, die wir haben in der landwirtschaftlichen Produktion. Und hier müssen eben auch Agrarhändler Verantwortung übernehmen. Wenn wir nun auf die Konsumseite sehen, dann haben wir, und das wurde heute Morgen ebenfalls schon sehr gut dargestellt, eine große Nahrungsmittelverschwendung. Das betrifft natürlich insbesondere der Norden oder der Westen, aber wir sehen das zunehmend eben auch in anderen Ländern, insbesondere Schwellenländer, dass diese Nahrungsmittelverschwendung zunimmt. Der Hauptgrund natürlich zu billige Nahrungsmittel. Wir haben auch beobachten eine massive Steigerung des Fleischkonsums. Wir wissen alle, Fleisch wird in den wenigsten Fällen nachhaltig produziert. Und ich denke, gerade auf der Konsumebene ist wahrscheinlich die Reduktion des Fleischkonsums hat einen der größten Hebel, um wirklich einen positiven Beitrag zu machen. Und schließlich müssen wir uns auch mit einem erhöhten Risiko für die globale Ernährungssicherheit auseinandersetzen, denn diese industrielle Landwirtschaft, auch das wurde heute schon gesagt, hat beispielsweise auch Auswirkungen auf die Diversität und die zunehmende Zerstörung der Produktionsfaktoren, was eben zu einem erhöhten Risiko führt. Dazu kommen natürlich auch eben die Verwendung von Agrarrohstoffen als Energieträger. Jetzt vielleicht für Sie der relevanteste Teil, was kann ich tun? Das ist immer so die erste Frage, die ich dann bekomme. Es gibt da sicher als Konsument oder als Konsumentin verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Das erste, sicher nichts Neues, saisonal, regional und frisch produzieren, eben nicht die hochverarbeiteten Nahrungsmittel, dieses Convenient Food.
Das zweite, ich habe es erwähnt, mit dem großen Hebel, den Fleischkonsum reduzieren und sicher auch sinnvoll lokale Produktion und unabhängige Vertriebskanäle zu nutzen. Wir werden aber nicht konsumierend die Welt retten, da bin ich überzeugt, weil wir sprechen hier von systemischen Problemen, die eben politische Lösungen brauchen. Und zum Glück sind wir ja nicht nur Konsumenten oder Konsumentinnen, sondern wir sind auch Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger und haben in dieser Funktion vermutlich eine größere Wirkung, wenn wir hier ein entsprechendes Verhalten an den Tag legen. Sicher politisch engagieren. Ich denke, die Tatsache, dass Sie an einem Samstagmorgen hier teilnehmen, ist schon ein Manifest eines solchen Engagements. Und natürlich gehört dazu, wählen und abstimmen gehen, sich einmischen, Leserbriefe schreiben, kritisch rückfragen in Geschäften, seine Stimme erheben. Wichtig sicher auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich eben für die Zurückgelassenen engagieren. Und wir alle können diese zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützen. Wir beispielsweise Public Eye hat über die ganze Schweiz verteilt Regionalgruppen, wo sich Freiwillige engagieren können. Man kann Mitglied werden, man kann natürlich auch immer etwas spenden diesen Organisationen. Und schließlich ganz am Schluss und aus Aktualitätsgründen die Konzernverantwortungsinitiative unterstützen. Diese Initiative, die vermutlich nächstes Jahr zur Abstimmung kommt, will, dass Konzerne für ihre skrupellosen Geschäfte gerade stehen. Sie haben auch Flyer aufgelegt, dieser Konzernverantwortungsinitiative. Und hier hoffen wir natürlich, dass, wenn die Abstimmung dann kommt, dass Sie dieser Initiative zustimmen. Weitere Möglichkeiten für Ihre Konsumverhalten und Ihr politisches Engagement zu überprüfen, finden Sie auf unserer Webseite publiceye.ch unter dem Stichwort kritischer Konsum. Und schließlich noch für das Thema Agrarhandel. Wir haben einen Forschungsbericht im Sommer publiziert, Agricultural Commodity Traders in Switzerland, Benefiting from Misery mit einem Fragezeichen. Die finden Sie unter publiceye.ch/agrarhandel. Dankeschön.